Am 19. August ist die Luxusjacht Baisian vor Sizilien untergegangen. Jetzt haben Spezialtaucher eine fünfte Leiche aus dem Inneren geborgen. Es handelt sich dabei um den britischen Unternehmer Mike Lynch. Lynchs 18 Jahre alte Tochter wird noch vermisst. Zuvor waren bereits die Leiche des Schiffskochs sowie zwei tote Ehepaare geborgen worden. Bei dem Unglück kamen insgesamt 7 Menschen ums Leben. 15 Menschen überlebten, darunter Lynchs Ehefrau. Die Baisian war offenbar von einem aufziehenden Unwetter überrascht worden. Der genaue Hergang des Unglücks ist noch nicht geklärt.